Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen heute den zweiten Gedenkstein unserer Denkmale-Trilogie. Es ist diesmal eine eher kleine Sache, aber deswegen trotzdem ziemlich dramatisch und ziemlich einmalig, auch in dieser Genauigkeit, wie gut genau beschrieben worden ist, was sich hier damals zugetragen hat, warum hier dieser Gedenkstein entsprechend steht. So, jetzt werdet ihr euch denken können, wenn hier Bruno Walter und zwei Jahreszahlen stehen, die leider viel zu eng beieinander liegen, dann wird sich wohl ein Todesfall ereignet haben und genau das ist hier passiert und auch der Hinweis, dass Herr Walter von Beruf Holzhauer gewesen ist, lassen eine Vermutung zu, dass es wohl mit der Ausübung seines Berufes was zu tun gehabt haben könnte und genau das ist auch der Fall. Fälle, in denen der Beruf, den man heute als Forstwirt bezeichnet, leider zum frühzeitigen Ableben der Ausübenden geführt hat, sind nicht gerade selten. Auch gerade weltweit ist das einer der gefährlichsten Berufe, wenn man sich in anderen Regionen mit enorm hohem Holzeinschlag umguckt. Und bei aller berechtigter Kritik an der hochmodernen, hochmechanisierten Holzernte, also mit Harvester, mit Forwarder, mit schwerem Gerät im Wald, da muss man doch eine Sache, was das angeht, und bei diesem Thema jetzt definitiv positiv hervorheben. Die schwere Technik, die rettet zumindest mal Menschenleben der Forstwirte vor Ort, der im Wald arbeitenden vor Ort, weil ob du jetzt in einer tonnenschweren Maschine in einem Stahlgerüstkäfig drin hockst, wenn ein Baum auf dich drauf fällt, oder in deine Richtung rollt oder rutscht oder sonst irgendwie du in physischen Kontakt mit einem sich bewegenden Baum gerätst. Das sind gewaltige Kräfte, die da wirken. Gewaltig, dem hat ein menschlicher Körper überhaupt gar nichts entgegenzusetzen. Und dann ist so ein Stahlkäfig, in dem man sitzt, tatsächlich lebensrettend, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist auch schon häufig vorgekommen, dass dann gerade bei schwierigen Holzerntesituationen die Leute durch eben die Tatsache, dass sie im Harvester oder in ähnlichem Gerät gesessen sind, nur dadurch vermutlich noch am Leben sind. Also bei aller berechtigter Kritik, wie gesagt, an der hochmechanisierten Holzernte, dass solche Fälle wie der von Herrn Walter seltener geworden sind, ist sicherlich ein positiver Aspekt des Ganzen. Der Herr Walter, der war, glaube ich, 44, wenn ich das richtig rechne. Ja, er war 44 Jahre alt und hinterließ Frau mit, ich meine, 5 oder 6 Kindern. Der älteste Sohn war 20 und war bei dem Unfall hier im Wald auch zugegen, ist in die Fußstapfen des Vaters getreten und ebenfalls Holzhauer geworden. Und ja, so kam es dann dazu, dass wir relativ gut über den genauen Unfallhergang Bescheid wissen. Ich will es nicht sagen, das Ganze hat auch was Gutes, das hat es nicht. Aber trotzdem sind wir hier in einer luxuriösen, ja, ist auch schon wieder schwierig formuliert. Wir sind hier aber in einer Situation, in der wir eben sehr, sehr gut nachvollziehen können, was passiert ist. Und das ist jetzt zumindest dahingehend hilfreich, dass dann da vielleicht noch etwas draus lernen kann und ein bisschen verstehen kann, warum das hier schiefgelaufen ist und in Zukunft eben weiß, was alternative Vorgehensweisen anstatt gefährlicher Holzernte an so einem Hang aus moderner Sicht, die man damals nicht hatte, die man auch niemandem vorwerfen kann, wirklich, das ist wichtig, das kann man niemandem vorwerfen, aber aus moderner Sicht gäbe es Alternativen zu so einem Vorgehen, wie es damals vor 46 Jahren hier stattgefunden hat. So, und jetzt kraxel ich mit euch mal ein bisschen am Hang rum. Und wir versuchen das Geschehen so genau wie möglich, soweit ich das kann und soweit es beschrieben worden ist von der Familie Walter im besagten Buch, das ich im ersten Teil dieser Reihe kurz vorstelle. Ja, gucken wir uns das jetzt mal an. Ja, an diesem Hang besteht folgendes Problem. Wenn ich hier jetzt Bäume umschneide, ne, und man muss dazu sagen, das waren damals noch größere Bäume, dickere Buchen als das, was hier jetzt steht, aber wenn ich die umschneide und fälle sie in Richtung Tal, das heißt, ich schneide sie so ab, dass die hier runterfallen, dann krachen die natürlich volles Karacho hier in die Schindelklamm hinein ins Flussbett oder drüben auf den Weg, je nachdem wie hoch und mit wie viel Karacho
Karacho, die jetzt hier runterkrachen, poltern da noch ein Stück den Hang runter wahrscheinlich. Und dabei ist die Chance durch den langen Weg, den so ein Baum zurücklegt, dass der nicht bis hier fällt und dann liegt, sondern noch weiter fällt, bis er sich dann dem Hang angepasst erst hingelegt hat, sind die Kräfte, die da auf das Holz beim Umstürzen des Baums wirken, ganz gewaltig. Und wenn man halt eben Holz haben möchte, das man hinterher noch verkaufen kann, dann kann man den Baum nicht hangabwärts fällen, weil er dabei zerbricht, zersplittert und insbesondere, wenn er dann da bis in das Loch reinfallen würde, dann bestände überhaupt keine Chance mehr, dass man da noch vernünftige Holzqualitäten rausbekommt. Das heißt, es war wichtig, dass man hier so gefällt hat, dass die Bäume nicht beschädigt werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, hangaufwärts fällen. Also den hier, zack, nach da oben, würde gehen. Und da das ohnehin immer so eine Sache ist mit dem Bäumefällen am Hang und nach oben sie eben gerne mal runterkommen, hat man sie in diesem Fall, hat man sich dafür entschieden, Hang parallel zu fällen. Also den hier in diese Richtung zum Beispiel zu fällen, damit er hier vor dieser sehr steilen Wand zum Erliegen kommt und dann quasi hier hinfällt und hier liegt. Das Problem ist natürlich, das kann sich jetzt jeder ungefähr vorstellen, dass eine gewisse Chance passiert, dass er dabei eben nicht liegen bleibt, der Baum, sondern noch ein Stück den Hang runterrutscht, wenn der mit vollem Karacho da drauf knallt auf den Boden oder noch schlimmer mit Teilen des Stamms meinetwegen auf eine solche extrem steile Fläche drauf rutscht, dann rutscht der da natürlich runter. So, und jetzt nehmen wir mal an, unser Kollege würde jetzt tatsächlich diesen Baum hier fällen und der würde wirklich da drauf knallen, ja, da runterrutschen und hat jetzt eine gewisse Masse, die sich in Bewegung befindet. Und wenn das jetzt ein dickerer Baum wäre als dieses dünne Ding, das reicht schon vollkommen, aber dann ist das eine entsprechend große Masse, die sich da in Bewegung befindet. So, und dieser Baum rutscht also jetzt hier runter, rutscht hier weiter den Hang runter, hier stehe ich, sehe das, weiche ein paar Schritte zurück und jetzt macht es Dock. Und jetzt kann ich nicht weiter zurückweichen, weil hinter mir steht auch ein Baum. Und das ist jetzt ein dummer Zufall und leider wirklich sehr blöd gelaufen, denn unser Opfer ist leider eben zwischen einem so runterrutschenden, seitlich runterrutschenden Baum und dem Baum, an dem er gerade arbeitete. Das heißt, er war hier an dem Baum hinter sich zugange und er hat es wahrscheinlich auch zu spät gemerkt. Und falls er sich noch umdrehen konnte, dann war es auch schon zu spät, aber er wurde von dem hier entgegenrutschenden Baum und eben dem hinter sich, der nicht nachgegeben hat, dazwischen, ja, zerquetscht, muss man leider so sagen. Ja, aus der Dokumentation des Unfalls geht übrigens nicht hundertprozentig exakt hervor, ob es sich jetzt um einen stehenden Baum handelt, an dem er hängen geblieben ist, der Herr Walter, oder ob er nicht auch schon einen Baum gefällt hatte, der lag halt parallel zum Hang und an diesem Baum war er gerade am Entasten. Ja, das macht man ja so, man schneidet die um, dann liegen sie mit der Krone natürlich auch noch am Boden. Da muss man die Krone erst so weit klein machen, also die Äste abschneiden, damit man den Stamm überhaupt transportieren kann. Sonst würde der mit der Krone wie mit einem Anker überall im Wald hängen bleiben und man könnte den nirgendwo hinziehen. Und daher wäre es auch möglich, dass wenn wir uns zum Beispiel die beiden Buchen hier jetzt in dem Graben angucken und wir stellen uns vor, einer fällt die obere, der andere fällt die untere. Der die untere gefällt hat, hat sie zuerst gefällt und die liegt jetzt da und im Bereich der Krone dieser Buche hinten im Wald, hinten rechts im Bild, ist der eine am Arbeiten und schneidet da die Äste ab und der andere fällt jetzt meinetwegen die zweite Buche oder alternativ die schräg hinter der zweiten Buche, schräg links dahinter stehende Fichte, ja, und die kommt jetzt ins Rutschen und rutscht da runter und unten ist wie gesagt Kollege am anderen liegenden Baum am Arbeiten und wird dann zwischen den beiden liegenden Bäumen eingeklemmt. Das wäre auch noch vorstellbar. Also auch so hätte es ablaufen können. Das ist nicht ganz eindeutig.
Auch wissen wir nicht genau, wo exakt der Unfall passiert ist. Möglich wäre zum Beispiel auch dieser sehr steile Hang hier drüben. Ich habe den versucht so zu fotografieren, dass man sehen kann, je nachdem, wo man steht, hat der nahezu ein Gefälle von ja, 45 Grad. Fast, ne? Also wie gesagt, je nachdem, wo man steht. Und da kann das also schon passieren, dass gerade beim seitlich ins Gefälle reinfällen so ein Baum zu rutschen anfängt. Würde man heute so, denke ich, in den allermeisten Fällen auch nicht mehr machen. Dazu aber gleich noch mehr. So, jetzt noch ein paar Ergänzungen. Heute kann man sagen, dass die beiden gefährlichsten Berufe in Deutschland, ja, wenn man jetzt den Soldat mal ausklammert, vielleicht, ja, das ist so ein Sonderfall. Aber wenn man den ausklammert, dann sind die zwei gefährlichsten zivilen Berufe noch vor Polizist übrigens, interessanterweise. Manche Leute denken sich bestimmt, das sei gefährlich. Das ist es mit Sicherheit auch nie, durchaus bis zu einem gewissen Grad. Aber noch vor Polizist ist das Risiko im Beruf, ums Leben zu kommen, am höchsten bei Bergmann und Forstwirt. Und je nachdem, welche Epoche und welche Dekade wir uns jeweils gerade angucken, ist es mal bei den einen höher, mal bei den anderen höher, aber die zwei Berufe stehen wirklich mit Abstand ganz vorne beim Risiko, bei einem Unfall ums Leben zu kommen. Denn wenn der Berg runterkommt, dann quetscht man sich nicht mal eben schnell den kleinen Zeh ein, sondern es handelt sich dann meistens um einen richtigen Unfall. Und gleiches Phänomen im Wald, wenn ein Baum runterkommt, dann ist auch mit einem kleinen Kratzer meistens nicht getan, sondern Amputationen sind so das Kleinste, was man da an möglichem Schaden davontragen kann. Damit hat man dann noch Glück gehabt. Das heißt, es ist also wirklich ein super gefährlicher Beruf immer gewesen, heute auch nach wie vor, auch wenn eben durch die hochmechanisierte Holzernte vieles, ich sag mal, möglich geworden ist, was früher mit einem Fuß im Grab sozusagen auszuführen gewesen wäre. Und ausgeführt hätte man es wahrscheinlich trotzdem, weil man dann halt doch auch eben denkt, man weiß, was man tut und damit wahrscheinlich auch vollkommen recht hat. Aber ja, gerade wie man super Profi ist, dann sieht man die Risiken zwar schon noch, aber man hat auch großes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das in ganz vielen Fällen zu Recht. Aber hin und wieder mag es dann auch mal passieren, dass einfach durch einen dummen Zufall es dann trotzdem mal schief geht. Und da ist das hier ein schönes Beispiel, was man vielleicht eventuell sich mal durch den Kopf gehen lassen könnte, wenn man tatsächlich auch mal im Wald arbeitet. Das muss ja gar nicht auf professioneller Ebene als Forstwirt sein, sondern auch einfach, wenn man sonst mal Brennholz machen geht und mal kleinere Bäumchen fällt, dass man auch da eben die entsprechenden Sicherheitsregeln immer schön im Hinterkopf behält und bei Arbeiten am Hang besonders, besonders vorsichtig sein. Ich kann auch aus der Statistik berichten, wenn was passiert, dann ist es mindestens jedes zweite Mal, auch in Gegenden, in denen es gar nicht viel Hang gibt, ist es trotzdem jedes zweite Mal das, was passiert, irgendwas mit Hang. Wenn Hang dazu kommt, wird es unberechenbar, beziehungsweise deutlich unberechenbarer als in einer schönen, flachen Landschaft. Das wollte ich nur mal kurz dazu gesagt haben. So, was man heute bei der Holzernte an so einem Hang sicherlich tun würde, wäre hangaufwärts fällen. Und bei der Steilheit, zumindest in den steileren Passagen des Hangs, würde man, sofern man da überhaupt noch fällt, das ist der nächste Punkt, dazu kommen wir dann gleich noch, würde man an dem Punkt wahrscheinlich den Baum vorher nochmal in irgendeiner Form sichern. Also erst anseilen, ein bisschen weiter oben, dann unten halt auch erst bis zu einem gewissen Grad abschneiden und dann mit fernauslösendem Keil, ne, erst mit entsprechendem Abstand, wenn alle weg sind, dann quasi fernauslösend umkeilen, dass er überhaupt dann erst anfängt zu kippen und überhaupt niemand mehr sich irgendwo in der Nähe aufhält. Man macht ja auch keinen Kahlschlag mehr, heißt, man fällt nicht mehrere Bäume gleichzeitig, beziehungsweise arbeitet auch nicht an mehreren Bäumen gleichzeitig, und wenn doch, dann in so einem großen Abstand, dass dem jeweils nächsten nichts passieren kann. Das war also aus heutiger Sicht damals definitiv ein Fehler. Dass man so nah beieinander Bäume fällt, dass die Chance besteht, einen Kollegen zu treffen mit dem eigenen Baum, selbst wenn der jetzt ein Stückchen rutscht, das müsste man heutzutage auch mit einkalkulieren, das macht man einfach nicht mehr. Beziehungsweise
in der guten, sicherheitsbasierten Praxis würde man das heutzutage einfach nicht mehr machen. Und das ist natürlich ein Risiko, was man damals eingegangen ist, das aus heutiger Sicht ein bisschen fahrlässig wirkt. Aber war damals eine andere Zeit und ich möchte auf keinen Fall jetzt irgendwelche Vorwürfe verteilen. Würde man aber, wie gesagt, jetzt anders machen. Meistens Hang aufwärts und dann hochziehen, mit schwerem Gerät hochziehen, weil wenn du oben stehst und oben ziehst und es flutscht dir was runter und unten ist keiner, dann kann auch keiner ums Leben kommen. Wenn du hingegen unten bist und ziehst Zeug runter und das Zeug verselbstständigt sich, ja, dann hast du im Moment möglicherweise ein Problem. Deshalb so eine Grundregel bei der Holzernte am Hang lautet immer, von unten nach oben arbeiten und du selbst bist oben. Holz fliegt selten einem entgegen den Hang hinauf. Das passiert wirklich sehr, 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 sehr selten. Ja, und das sind vielleicht noch so ein paar grundlegende Sachen, die man dazu noch sagen kann. So, was auch eine valide Option ist, wie man jetzt heutzutage mit so einem Hang und so einer Hangsituation umgehen würde, was hier sicherlich in spätestens 20 Jahren ein Thema ist, was mal zur Sprache kommen könnte, meiner Meinung nach auch sollte, aber zumindest könnte, ist eben die Frage, ob man hier überhaupt noch Holzernte betreibt. Wir sind hier jetzt zwar im Schwarzwald und Hänge sind hier keine Seltenheit, aber der ist schon in Teilen ziemlich steil und gerade diese Schindelklamm, in der wir hier gerade hocken, ist eine recht dunkle, eine recht geschlossene Geschichte. Hier sind keine super dollen Holzzuwächse zu erwarten, ist alles ein bisschen schwierig. Holzerntekosten sind teuer. Warum nicht drüber nachdenken, ob man dann sagt, hier eventuell am Hang in der Schindelklamm, das ist auch kein besonders großes Gebiet, ne? Ist wirklich nicht besonders groß, machen wir einfach nichts mehr, machen wir freiwillig nichts mehr und sagen, der Wald darf sich hier so entwickeln, wie er lustig ist. Aktuell gibt es hier keine besonders wertvollen Bäume. Ich habe da hinter der Kamera eben einen Kleiber rumspringen sehen, der da scheinbar doch was Essbares gefunden hat an ein paar Tannen. Guckt euch gerne mal um. Sekunde. Das ist also hier so die andere Seite. Das ist ein valider Laubmischwald, ne? Also, oder eher Nadellaubmischwald. Schon mit einer gewissen Tendenz zum Nadelholz. Aber sowas ist, das ist ein valider Zukunftswald, ja? Also den kann man von der Baumartenzusammensetzung, Douglas hier drin, Tanne drin, Buche drin, Fichte drin. Fichte muss man ein bisschen suchen, aber doch, es gibt welche. kann man das schon definitiv einen validen Wald nennen. Und ich verstehe dann auch, dass man eben sagt, den möchte man gerne weiter bewirtschaften. Aber diese Seite vom Hang ist auch deutlich besser zugänglich und da kann man deutlich besser arbeiten. Da ist auch nicht das Bachbett im Weg und auf der Seite vom Hang hat es auch nicht einzelne abstehende Felsen und einzelne Bereiche, wo ein Baumstamm sehr schnell beschleunigt wird, wenn er da drauf fällt und entsprechend ins Rutschen geraten kann. Das macht diese Situation also erheblich leichter auf der Seite vom Hang. Ne? Gerade wenn man dann Hang parallel fällt, damit die Stämme eben nicht allzu kaputt gehen. Das mit dem Hang parallel fällen, das Hangparallelfällen damals, das war auch nicht per se falsch. Das kann man schon mal machen, das kann man auch heute noch machen. Man müsste dann halt schräg oberhalb vom zu fällenden Baum in Sicherheit gehen, weil es kann sein, dass der ein bisschen nach hinten ausschlägt. Deshalb geht man ja auch schräg oberhalb vom Baum weg, weil wenn er nach hinten ausschlägt, da bist du nicht. Du bist ein Stückchen weiter oberhalb. Dass er nach oben ausschlägt, hoch unwahrscheinlich, aber du bist ja auch nicht direkt oben drüber, sondern schräg oben dahinter zurückgewichen. Man hat immer so circa 3-4 Sekunden etwa Zeit zum Zurückweichen. Im Idealfall legt man sich eine sogenannte Rückweiche an, wenn man also den Baum so weit hat, dass man ihn jetzt umkeilen kann und jetzt dann der Fallprozess quasi eingeleitet wird, das wissen wir alle, der Baum fällt ja nicht so um, buff, und dann liegt er da, sondern der fällt so in dem Stil. Ja, das ist jetzt ein bisschen dumm dargestellt, aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Also am Anfang langsam, am Ende sehr schnell, beziehungsweise sobald der Anfang rum ist, beschleunigt das Ding ganz außerordentlich. Und das führt halt eben auch dazu, dass man die Zeit, die man noch hat, bis er dann richtig fällt, wirklich damit nützen sollte,
damit verbringen sollte, möglichst weit vom zu fällenden Stamm auszuweichen. Und damit man das im Wald auch gefahrvoll tun kann, gefahrlos natürlich tun kann, legt man eine Rückweiche an. Das heißt, man baut sich einen kleinen Weg, auf dem jetzt nicht noch 7 Äste rumliegen und 25 Wurzeln, über die man fliegen könnte, sondern man macht da wirklich einen kleinen freien Weg. Von 5 Metern von mir aus, von 10 Metern, kann auch sein, ne? Sicher ist sicher. Und läuft dann diesen Weg quasi entlang, sobald der Baum anfängt, sich zu neigen. Und geht dann schnell in Sicherheit, je weiter weg, ja, desto besser im Grunde. Und das heißt, so kann man schon hangparallel fällen. Hangparallel fällen ist jetzt nicht per se falsch. Es hat aber immer, auch gerade heute, auch ein gewisses wirtschaftliches Risiko, das es mit sich bringt. Weil, wenn der Stamm halt doch rutscht, dann knallt er gegen irgendeinen tiefer stehenden Baum dagegen. Und das will man auch nicht haben, weil das gibt einen Rückgeschaden. Ne? Bei der Kraft, wenn zwei Stämme aufeinander knallen mit Karacho, wird natürlich die Rinde beider Stämme zerstört. Das ist beim ohnehin schon gerade gefällten Baum relativ egal. Beim noch stehenden Bestand spielt das sehr wohl eine Rolle, dass dann die Rinde eben im Eimer ist. Dann wird der Pilz da reinkommen und dann ist der stehende Baum auch kaputt. Und das will man natürlich nicht haben. Daher ist ein Hangparallelfällen mit Runterrutschen eben bei der modernen Einzelstammweise Forstwirtschaft eine hochgradig unpflegliche Angelegenheit. Nach oben fällen, also auch da wieder besser, nach oben fällen besser kontrollierbar. Einziger Haken, wenn man nach oben fällen möchte und das Zeug dann hochzieht, dafür muss man oben halt dann auch eine Vorstraße haben oder zumindest eine Rückgasse oder irgendeinen Bereich, wo man dann auch mit entsprechender Maschine rumfahren kann, um Zeug hochziehen zu können. Das heißt, eine gute Erschließung des Waldes ist dafür notwendig. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob da oben sowas ist. Wenn es tatsächlich nicht da sein sollte, müsste man es fast anlegen eigentlich, weil sonst kannst du spätestens, wenn du das Holz hier aus diesem Hang rausholst, es ja nur hangabwärts rücken. Das heißt, man müsste es dann wirklich den Hang runterziehen Richtung Bach und dann irgendwie versuchen, aus dem Bach wieder raus hier zur Waldstraße zu bekommen. Das ist nahezu unmöglich und deshalb muss eigentlich da oben auch irgendwie eine Vorstraße sein, sonst kann man hier überhaupt keine Holzernte machen und an das Zeug so gut wie gar nicht rankommen, weil man kann es auch nicht ewig lange hangparallel den Hang so lange vorschleifen, bis der Hang da vorne irgendwann zu Ende ist. Das geht natürlich auch nicht. Ja. Also ihr seht, das ist insgesamt eine super komplizierte Situation. Nur schlechte Entscheidungen quasi möglich, wie man hier Holz ernten kann. Und das bringt uns dann nochmal eben zurück zu der Möglichkeit, dass man auch einfach sagt, okay, das ist mir hier zu gefährlich, zu teuer, macht keinen Sinn. Ich lasse es sein und hier eben in der Schindelklamm sage ich, wir machen hier nichts mehr. Nur so als Idee. Muss nicht sein, das nicht, aber wäre ein Thema. Ja? Und wäre vielleicht gerade auch im Hinblick auf dieses schöne im Sinn von zum Nachdenken anregende Denkmal, wäre das vielleicht angemessen, möglicherweise. So, jetzt zeige ich euch noch mal kurz das Denkmal im Detail und dann haben wir es hier. Ja, also Bruno Walter, Holzhauer, leider hier tödlich verunglückt, aber wie man sehen kann, das Ganze wird noch gepflegt, ist sehr gepflegt und regelmäßig scheint auch die Bepflanzung hier ein wenig erneuert zu werden, was ich auch sehr stilvoll und passend finde, die beiden dünnen Bäumchen hier hinten dran, das sind Eiben. Und Eiben sind in der Mythologie der Baum, der quasi direkt die Verbindung ins Reich der Toten symbolisiert und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht hier auch eine Rolle gespielt hat. Mir persönlich gefällt der Gedanke, aber muss natürlich nicht. So, und damit wären wir dann beim zweiten meiner 3 bis 4 Denkmäler auch durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen wenigstens lehrreich. Und damit marschiere ich weiter zu Denkmal Nummer 3. Da wird es noch grausiger eigentlich. Ne? Das wird immer schlimmer mit den Dingern. Die Truppenunterkünfte da vom Reichsarbeitsdienst,
streng genommen ist da ja nichts Schlimmes passiert. Ja, da hätte was Schlimmes passieren können, möglicherweise, aber ist es ja nicht. So gesehen nicht so schlimm. Hier ist definitiv was Schlimmes passiert. Ja, hier war es allerdings ein Unfall und beim nächsten Denkmal war es eben kein Unfall, sondern beabsichtigt. Sehen wir dann. Bis dann.